Es geht gerade durch alle Medien. Annalena Baerbock möchte nicht mehr als Kanzlerkandidatin kandidieren. Sie möchte sich der Krise, der Weltkrise widmen. Annalena Baerbock gegen die Weltkrise. Deutschland gegen die Weltkrise. Wir haben ja schon gesehen, dass Annalena sehr, sehr viele gute Sachen in der Außenpolitik hingelegt hat. Sie ist ja aber jetzt der Meinung, dass sie mit ihrer Hilfe, dass die Wogen etwas glätten kann. Wir sind da etwas anderer Meinung. Wir haben ein paar Ausschnitte für euch, die vielleicht dafür auch verantwortlich sein könnten, dass Annalena Baerbock nicht mehr kandidiert, sondern eher als Außenministerin gespött gilt, zumindest meiner Meinung nach. Guckt mal rein. Wir haben gestern eben diese Luftbrücke gestartet als Signal, dass weitere Flüge folgen und vor allen Dingen Flüge in ganz Europa und über den Atlantik. Und wir müssen uns darauf einstellen. Das werden nicht 1, 2, 10, 100, sondern das werden tausende Flüge sein. Es werden 8 bis 10 Millionen Geflüchtete kommen und wir werden sie alle aufnehmen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp. Annalena Baerbock will nicht mehr kandidieren und möchte unserem Märchenminister Habeck den Vorzug geben. Ich bin wirklich mal gespannt, was aus der Nummer wieder wird. Wir haben ein paar Ausschnitte für euch, habe ich am Anfang ja schon angemerkt, um euch mal zu zeigen, wie Frau Annalena Baerbock und was Frau Annalena Baerbock für eine feministische und ideologische Außenpolitik macht. Manche Clips davon sind lustig, manche, ja, da muss man sich halt im Boden schämen für. Aber schaut mal rein. Haben und das ist neu. Das ist auch interessant für Start-ups und Unternehmen, zum Beispiel Rechenzentren, große Supermärkte, die dann als Energieerzeuger in den Markt reinkommen. Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad, minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen. Und weil Sie Speicher auch angesprochen haben. Aber Moment, gerne, ich halte mal ganz kurz fest. Ja? Es gibt diese Speicher, die das so wie das klingt, die gibt es noch nicht. Das ist ja der Punkt gewesen von Herrn Thelen. Es ja, gibt aber das habe ich auch nie behauptet. Na, so klang das eben, dieses Zitat. Das heißt also Parteiprogramm. Aber vielleicht liegt es auch an solchen Aussagen. Wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Frage wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt verzichten können. Der Kobalt aus dem Zauberwald spielt jedem einen Streich. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Meine Lieblingsparteivorsitzende, Annalena, stage is yours. Danke, zum Glück gibt's nur eine. Ich bin jemand, der sehr lernfähig ist. Im Gegenteil, deswegen verstärken wir gemeinsam unser Solidarität, dass Sie Ihre Arbeit effektiv ausüben können in dem Wettstreit zwischen autoritären Kräften. Und daher, das war einer der schönen Sätze, die ich aus der Kontaktlinie oder von der Kontaktlinie mitgenommen habe. Von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ja. Auf hier! Leg mir im Arsch, geh raus hier! Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja. So, jetzt schlagen wir wirklich ein neues Kapitel aus mit einer neuen Art von Politik. So, jetzt schlagen wir wirklich ein neues Kapitel aus. Da könnt ihr mich als Politikberaterin anstellen. Politikberaterin. In dem Moment nicht auf dem Schirm hatte, dass ich das Weihnachtsgeld meiner Partei auch an den Bundestagspräsidenten melden hätte müssen. Das ist mir dann im März aufgefallen und habe das dann unverzüglich nachgeholt und das dann auch entsprechend gemeldet. Aber natürlich habe ich mich selber tierisch darüber geärgert. Aber Sie haben sich das Weihnachtsgeld ja auch selber also das muss man mal sagen, das ist der Bundesvorstand der Grünen, der das Weihnachtsgeld beschlossen hat, auch die Höhe. Das heißt, Sie haben sich selber sozusagen dieses Weihnachtsgeld ja genehmigt. Skandal! Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Frau Annalena Baerbock als Außenministerin haltet. Ja, ob sie bis jetzt ihren Job gut gemacht hat oder eher schlecht gemacht hat. Jetzt, das waren natürlich alles ein paar witzigere Sachen so. Eigentlich ist das ja auch gar nicht mehr lustig so, weil sie vertritt uns im Ausland.
Das sehen die ausländischen Delegierten und sowas alles. Aber wir haben noch ein paar für euch. Schaut weiter. Lage, die humanitäre, auch da braucht es das gemeinsame Teamwork. Wir gerne auch bei EEG-Novellen, gerne auch bei Maßnahmen im Klimaschutz. Wir haben gerade in dem Bereich von Klimaneutralität jetzt die Krisenkrise große Chance, die Krisenkrise große Chance. Aber leider hat man den ersten Schritt vergessen. Deswegen warne ich ganz stark davor, dass wir jetzt irgendwelche Nebelkerzen zünden. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und ich dachte so, weiß ich nicht. Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Forscherinnen und Landwirte, ehrenamtlich. Das Land hält zusammen. Da weiß sowieso niemand allein immer, das ist der wichtige Weg, sondern der wichtige Weg, das entscheide ich jetzt in meiner Verantwortung. Aber ja. Also ich habe es eben schon erwähnt, es ist leider Gottes, es ist lustig, ja, zum größten Teil, aber es ist auch beschämend, dass sowas einer Außenministerin so vielen Fauxpas passiert. Ja, das ist eigentlich nicht vertretbar. Es gab so viele Sachen, wo die hätte zurücktreten müssen. Jetzt letztens auch noch mit dem Flugverbot, da habe ich gar kein Video mehr drüber gemacht, so weil es einfach mittlerweile gang und gäbe ist. Die Grünen predigen Wasser und saufen Wein, ja, das ist auch das Gleiche. Demnächst kommt noch ein Video mit den ganzen Staatskarossen, die Grünen fahren. Da fallt er tot um, da fallt ihr absolut tot um, wenn ihr seht, was die für CO2-Schleudern fahren, ja. Gleiche Prinzip, Wasser predigen, Wein saufen. Es ist einfach eine absolute Katastrophe. Aber ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob der Habeck denn ein würdiger Nachfolger als Kanzlerkandidat für die Grünen ist und was ihr allgemein davon haltet. Wir starten im Community-Tab auch noch eine Umfrage für uns, also für euch, nein, nicht für uns, für euch, um rauszufinden, die Zuschauer, wen sie am liebsten als Kanzlerkandidaten 25 sehen würden. Wir stellen da verschiedene Leute vor und da könnt ihr dann einfach abstimmen. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe wohl noch eine Info für euch zum Schluss. Wenn ihr die verrücktesten Momente in der Politik und in den Medien sehen wollt, dann abonniert den Kollegen Geißler, der Geißler, eingeblendet. Link ist mit in der Beschreibung. Abonniert den Kollegen, Top-Kanal. Ich bin raus, euer Philipp. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.